Ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich mal über die Person Duncan MacDougall reden. Und zwar dieser US-amerikanische Arzt aus Massachusetts hat ein krass geiles Experiment gemacht. Und zwar, ich habe es irgendwie ziemlich interessant gefunden, deswegen wollte ich das unbedingt teilen. Ne? Und zwar, es geht um das Gewicht der Seele. Ja? Und zwar dieses Experiment heißt das Gewicht der Seele. Dieser Arzt, MacDougall, wollte herausfinden, wie viel die Seele wiegt und wollte damit auch beweisen, dass die Seele den Körper verlässt. Ja? Und er hat ziemlich was Krasses rausgefunden. Ich werde euch das mal ganz kurz vorlesen. Ja? Und zwar, er hat bei 6 sterbenden Patienten einen Versuch einer Psychostasie probiert. Er wollte beweisen, dass die Seele materiell und messbar sei. Die Gewichtsdifferenz zwischen lebendigen und toten Patienten betrug nach seinen Angaben durchschnittlich 21 Gramm. Er hat auch 15 Hunde vergiftet und dabei festgestellt, dass die Hunde kein Gewicht verlieren, um null. Ja? Und er hat dann einfach gedacht, okay, die haben keine Seele, ja? So auf die Art, ne? Und dann versuchte er später wieder bei Menschen natürlich. Ja? Und er wollte irgendwie das Ganze irgendwie probieren und hat halt immer hin und her probiert und geschaut, okay, wenn irgendwer kurz vorm Sterben ist, dann legt er denjenigen auf eine Waage. Und dann, wenn derjenige quasi den Moment quasi hat, wo er quasi nicht mehr am Leben ist und stirbt, dann wollte er herausfinden, wie viel von dem Gewicht, was derjenige hat, verliert er. Ne? Und dabei ist bei jedem einzelnen Patienten herausgekommen, dass jeder einzelne Patient 21 Gramm verliert. Und man kann jetzt irgendwie so ein Ding draus machen und was weiß ich, aber jeder Mensch verliert anscheinend 21 Gramm wegen seiner eigenen Seele, weil die den Körper verlässt. Ja? Und ich meine, deswegen merkt man dann, dass da ist nur eine Schale. Ja? Für das, was eigentlich im Grundsatz wirklich real ist. Also ich meine, weißt du, ich natürlich glaube natürlich an das Ganze, sehr logisch, ne? Wie ihr wisst in meinen ganzen anderen Videos, ja. Ich glaube natürlich ganz heftig und sicher dran, dass das Ganze so ist. Und er hat auch damit nochmal extra bewiesen. Was ich auch noch krass finde, und ich weiß nicht, ob ich das Video vielleicht dazu anfinde, aber ich muss vielleicht schauen, vielleicht fange ich das Video kurz an. Ich werde euch das Video jetzt ganz kurz zeigen, und zwar, je nachdem, ob das Ganze jetzt real ist oder nicht, aber das sieht ziemlich heftig aus. Ha? Und zwar, anscheinend war da ein Patient, ich habe keine Ahnung, ne? Aber ab einem gewissen Zeitpunkt geht auf einmal eine komplette Schicht von demjenigen weg und sie ist weg. Hä? What? Ha? Was? Was ich einfach krass finde, ist das Video, weil ganz ehrlich, sowas ist halt wirklich so, ich verstehe es irgendwie nicht, ja? Aber irgendwo interessiert es mich, ja? Deswegen, ich will irgendwie mehr dazu wissen, ne? Sehr klar. Ich habe es nur krass gefunden, dass wenn ein Mensch wirklich stirbt, dass er einfach ein gewisses Gewicht verliert, ja? Und das dann sozusagen die Seele ist. Natürlich kann man jetzt irgendwie spekulieren, und das ist ja irgendwie fake und was weiß ich, ne? Ich glaube nicht, dass es fake ist, nur aus meinem Gefühl, ne? Aber ich glaube, da ist noch mehr dazu als 21 Gramm. Ich finde es einfach nur krass, weil diese 21 Gramm, die bei seinem Körper verliert, da gibt es halt Experimente dazu, und das ist ein Experiment dazu. Ich finde es halt irgendwie krass, dass es überhaupt einer gemacht hat und gemeint hat, yo, gepasst, ich mach das, ja? Ich ziehe das durch. Ja? Im Grundsatz, ich meine, jeder kann sagen, es ist fake, aber ich glaube nicht, dass es fake ist. Es gibt mehr oder weniger überall Beweise, dass sowas existiert, ne? Und auch Geister oder Dämonen oder was weiß ich, was da existieren, ne? Es ist mir einfach nur meiner Meinung nach ziemlich wichtig, dass ich verstehe, zum Beispiel jetzt, ne? Wenn man zum Beispiel sagt, okay, irgendwer von meinem Bekanntenkreis ist gestorben, ich möchte mit dem Kontakt aufnehmen oder so, ja? Ich verstehe das, ja? Dann solltest du aber wirklich vielleicht ein bisschen aufpassen und so. Wenn du mit demjenigen sprechen möchtest, dann solltest du vielleicht einen Engel oder so, ne? Weil
sowas, wenn irgendwer stirbt oder so, dann ist das sowieso ziemlich nahe die ersten paar Tage und deswegen, ja. Aber zu dem Experiment auf jeden Fall noch, wenn jeder Mensch einen gewissen Grammsatz einfach verliert, ist das echt heftig. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare schreiben und dann lasst mich auch mal wissen, was ihr davon haltet. Ich finde, dass es real ist und dass es stimmt, auf jeden Fall. Und ja, es ist halt ziemlich krass, weil so viele Sachen auf dieser Welt passieren, die man einfach manchmal nicht so 100% verstehen kann. Aber naja, ne? Ist irgendwie der Lauf des Lebens, glaube ich. Was ich jetzt auch gerade nochmal gelesen habe, ist, dass er das bei einer Maus probiert hat und die Maus hat einfach eine Seele verloren. Also die Maus hat einen Gewichtsverlust dargestellt, ne? Was? Hunde haben kein Gewichtsverlust, aber Maus schon? Hey, warum? Alles klar, okay? So viele Dinge, die wir einfach nicht verstehen können. Es ist wirklich krass. Aber es ist ziemlich interessant, warum der Körper sowas macht. Oder warum wir dann wirklich halt quasi hier sind. Ne? Ich glaube schon, dass Seele zu Seele redet, verstehst? Also, ganz ehrlich, das fände ich auch ziemlich krass zu denken. Ne? Jetzt abseits von dem Thema. Ne? Ich glaube nicht, dass wir von Mensch zu Mensch reden, ja, sondern von Seele zu Seele und von Verbindung zu Verbindung. Ja? Und zu manchen Leuten haben wir eine krassere Verbindung, weil die Leute kennen wir schon mal von einem früheren Leben oder so. Ja? Und das ist ziemlich krass, wenn man so drüber nachdenkt. Also ich denke nicht, dass wir von Mensch zu Mensch, sondern von Seele zu Seele reden. Und ja, jeder hat so seine traumatischen Momente in der Vergangenheit gehabt. Ne? Und deswegen leben wir jetzt hier, ne? So auf die Art. Ne? Ich meine, nicht alle davon. Also ein paar Leute sind frühere Seelen, ganz junge Seelen. Ja? Aber was ich schon rausgefunden habe, ich bin eine sehr alte Seele und ich bin vielleicht das letzte Mal hier. Was ich ziemlich krass gefunden habe. Ich habe mit einem Medium gesprochen und das Medium hat zu mir gesagt, ja, hey, zeig mir mal deine Hände so, ne? So auf die Art, ne? Und ich habe ihr meine Hände gezeigt und sie so, ja, okay, da sehe ich auf jeden Fall ein Blatt. Und ich so, was meinst du damit, ne? Und sie so, ja, ne, das heißt einfach nur, dass du eine alte Seele bist und dass du wahrscheinlich das letzte Mal hier bist, so ziemlich. Und ich so, okay. Ja, dann will ich auf jeden Fall was Wertvolles machen, ganz ehrlich. Ist ziemlich krass, das Experiment, keine Ahnung, auf jeden Fall. Es lässt mich ziemlich heftig nachdenken, deswegen, ich weiß nicht, es ist echt heftig. Aber auf jeden Fall hat mich nur interessiert und ich wollte das Ganze mit euch teilen. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like da und abonniert meinen Kanal für mehr. Bis zum nächsten Video.